So, Vincent Keimer ist da, Deutschlands jüngster Schachgroßmeister. Wir haben das Brett schon aufgebaut. Gleich können Sie von Ihrem faszinierenden Sport erzählen. Vorher erzählt uns Boris Kramer von einem jungen Deutschen, der zu den Besten der Welt gehört. Vincent Keimer, 19 Jahre, 12. der Schachweltrangliste und deutsche Nummer 1. Das größte Talent seit Emanuel Lasker, dem ersten und einzigen deutschen Schachweltmeister vor mehr als 100 Jahren. Vincent ist 5, als er zu Hause Schachbrett und Figuren findet. Seine Eltern sind sicher, Schach sei für den Jungen noch zu schwer. Nach 2 Monaten habe ich aufgehört, gegen sie zu spielen, weil es mir nicht mehr genug gebracht hat. Vincent findet neue Gegner und beginnt bald, Schach zu rechnen. Im Spiel der Könige existiert eine fürs menschliche Gehirn nicht fassbare Zahl möglicher Spielverläufe. Und doch gibt es Hilfsmittel. Am Anfang spielt man halt einfach so intuitiv und denkt nicht groß nach. Aber es wird halt mit der Zeit, denkt man halt freiwillig praktisch nach. Da hat man eine Stellung und die merkt man sich halt im Kopf und stellt die dann halt im Kopf praktisch hin. Ein sogenannter Variantenbaum, seit vielen Jahren Standard im Profischach. Dank riesiger Datenbanken können Spieler so tausende Spielsituationen im Kopf abspeichern. So machte das schon Garry Kasparow. Ein Freund der Familie Keimer vermittelt 2015 ein Treffen mit der Schachlegende. Vincent ist unglaublich talentiert und kann definitiv in die Spitze der Schachwelt aufsteigen. Nur 2 Jahre später mit 13 Sieg beim Grenke Chess Open in Karlsruhe. Vincent lässt 49 Großmeister hinter sich. Er hat die Fähigkeit, auch sehr, sehr starke Leute zu überspielen. Das klingt erstmal selbstverständlich, aber viele auch Weltklasse-Spieler sind sehr abhängig von ihrem Aufschlag, von ihrem Eröffnungswissen und sich in einem bestimmten Territorium zu bewegen. Aber Vincent, wenn er eine Stellung aufs Brett kriegt, er ist absolut furchtlos. Die Schule fällt dem Rheinhessen leicht. Abitur mit 17 vor knapp 2 Jahren. Seitdem Vollzeitprofi. Vincent trainiert bis zu 10 Stunden am Tag Schach, meist am Computer. Mit Erfolg. Bei der Europameisterschaft 21 im klassischen Schach Silber. Zweiter auch bei der Schnellschach WM 22 hinter Magnus Carlsen, dem Weltranglisten-Ersten. Und im Herbst 23 EM Silber mit dem deutschen Schachteam in Montenegro. Dazu im 13. Duell gegen den König der Schachwelt Carlsen der erste Sieg beim Weltcup in Baku. Vincent Keimer, das Talent aus Saulheim, ist unter den Besten der Welt angekommen. Vincent Keimer, jüngster deutscher Schachgroßmeister Nummer 12 der Welt. Vincent, viele Menschen haben großen Respekt vor dem Schachsport. Wahrscheinlich sind sie einfach nur überfordert von der Komplexität auch dieses Spiels. Mal für den Laien erklärt, wie funktioniert Schach und warum können Sie das so gut? Was bringen Sie mit? Ja, also warum ich das besonders gut kann, weiß ich selber nicht so genau. Es war einfach was, was mich von Anfang an interessiert hat. Ich meine, mit 5 kann man nicht wissen, was man sein Leben lang macht. Es war einfach im Prinzip kindliche Neugier. Und für mich ist es einfach sehr faszinierend, dass man, also im Prinzip gibt es gleichzeitig diese unheimlich vielen Möglichkeiten, diese sehr großen Möglichkeiten, sehr viel auszuanalysieren mit Hilfe von Technik. Und dann aber auch wieder die Möglichkeit, wirklich allem so seinen eigenen Touch und seine eigenen Ideen aufzubinden, weshalb doch jeder Spieler so seinen ganz individuellen Stil finden kann. Aber die Technik hilft Ihnen ja nur, spielen müssen am Ende Sie alleine. Und Sie arbeiten mit diesen Variantenbäumen, die wir eben im Film auch schon kurz gesehen haben. Da haben Sie einen mal auf die Tafel gemalt, wie Sie so einen Variantenbaum zeichnen. Auf dem Papier sieht dieser Variantenbaum anders aus. Da sehen wir jetzt gleich viele Buchstaben, viele Zahlen und irgendwie erinnert es einen eher an irgendwelche Geheimcodes. Hier vorne sehen wir es auf der großen Wand. Vielleicht können Sie uns mal in ein paar Sätzen erklären, was wir da sehen.
Ja, also auf der einen Seite, also links ist das Brett mit der dazugehörigen Stellung. Mhm. Und rechts ist in Anführungszeichen, also ich würde das Datei nennen, also eine Datei von Varianten, also ich würde pro Eröffnung macht man Dateien, man kann die unterschiedlich aufteilen in unterschiedliche Varianten, das ist immer so eine Sache, muss man Ordnung halten, weil es natürlich sehr viele Dateien werden. Man muss oft, wenn man sich vorbereitet, schnell finden, wo ist welche Datei und was ist die richtige Datei für die Partie, deshalb muss man da auch mit der Ordnung sehr aufpassen. Ja, im Prinzip gibt man eben die Züge ein, die zu dieser bestimmten Variante gehören. Dazu gibt es erstens Namen zu den dazugehörigen Eröffnungen und auch den sogenannten ECO-Code, also einfach einen Code für jede Eröffnung. Und man schreibt dann diese Züge auf, dann die Engine unten, also da steht Stockfish. Das ist sozusagen die Technik, die mir sagt, das ist der beste Zug in der Stellung oder die besten Züge in der Stellung mit der dazugehörigen Stellungsbewertung. Das ist diese 0,07. Und dann gibt es noch vieles weitere, was dann eine Rolle spielt, aber ich denke sozusagen, der Kern ist, dass man eben auch schon bekannte Schachtheorie hat, also von erstmal ja, Top-Partien aus der Vergangenheit oder eben, was die Engine einem gibt und daraus kann man dann weiterarbeiten. Wichtig ist, das war jetzt eine Datei, die haben Sie für uns erstellt, das war eine sogenannte Fake-Datei, denn eine echte würden Sie niemals rausgeben. Ja, das ist, würde ich mal sagen, für Schachspieler so eine Art Heiligtum. Also ich denke mal, wenn ein Topspieler sein Repertoire öffentlich machen würde, das kann seine gesamte Karriere zerstören. Also gut, eine Datei ist ein bisschen was anderes als das gesamte Repertoire, aber dennoch würde kein Spieler freiwillig wirklich eine große Datei freigeben und man würde auch nicht wirklich viel mehr sehen, weil es dann einfach eben statt dieser einen Seite, die man dort sieht, vielleicht noch 20, 30 Seiten weitergehen würde. Aber im Prinzip das Grundkonzept kann man so auch schon erkennen. Los geht's mit der Spieleröffnung. Sie dürfen sitzen bleiben. Ich werde hier mal das große Spielbrett bemühen. Ich fange mal ganz klassisch an und ziehe den weißen Bauern auf F4. So, da staunen Sie, was? Was passiert in dem Moment, wenn der Gegner so das Spiel eröffnet? Was passiert in dem Moment in Ihrem Kopf? Erstmal wäre ich überrascht, weil F4 so sehr seltener Zug ist. Tatsächlich? Ja. Ja, ich sage, clever. Mach das mal hier oben auf. Also das wäre zum Beispiel was, wenn ich jetzt ein Turnier spielen würde und ich würde mich auf den Gegner vorbereiten. Das wäre sicherlich kein Zug, mit dem ich mich beschäftigen würde in der Vorbereitung. Das heißt, das ist sowas, wo ich muss dann, also natürlich habe ich das irgendwann mal in meinem Leben angeschaut als Eröffnung, aber das ist bestimmt schon 7, 8 Jahre her. Das heißt, ich würde mir jetzt überlegen, erstens, welche Partien habe ich selber gegen diese Eröffnung schon gespielt? Das ist zum einen relevant, damit ich weiß, wo kenne ich mich am besten auch, aber auch mein Gegner hat sich wahrscheinlich diese Partien, die ich in der Vergangenheit schon gespielt habe, angeschaut in der Datenbank, weiß also, wie ich dagegen gespielt habe und ist gegen das, was ich in der Vergangenheit gespielt habe, gut vorbereitet. Mhm. Das heißt, habe ich eine Alternative, an die ich mich ähnlich gut erinnere, die ich noch nicht gespielt habe, würde ich eher diese Alternative wählen, ganz einfach, weil ich dadurch weiß, der Gegner weiß wahrscheinlich nicht, dass ich das schon angeguckt habe und hat sich darauf nicht so gut vorbereitet. Aber Sie sagen, die ersten 10 Züge oder so laufen mehr oder weniger im Autopiloten ab. Vielleicht können Sie das mal simulieren, dass Sie mal jetzt quasi gegen sich selber, ich kann es nicht, dass Sie mal gegen sich selber diese ersten 10 Züge ausführen, so wie sie möglicherweise dann auf einem Schachbrett erfolgen sollen. Ja, dann würde ich vielleicht den anderen Zug machen, weil wie gesagt, F4 ist sowas. Hier würde ich nur so, hier, das wäre zum Beispiel ein Beispiel für eine Variante, in der ich relativ schnell aus dem Buch wäre. Also hier würde ich irgendwie jetzt so 1, 2 Züge wissen und hier fangen dann die ersten Verzweigungen an. Ich denke, ich hatte früher mal eine Partie so. Und hier geht es dann in verschiedenen Wegen weiter. Aber das ist sowas, wo es nicht so viel Haupttheorie gibt, weil das offiziell gesehen aus weißer Sicht nicht der kritische Versuch ist, um Vorteil zu erlangen, also eine bessere Stellung zu kriegen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt E4, was, würde ich mal sagen, der meistgespielte Zug der Welt ist, hier gibt es dann, erstens haben sich da, also alle Topspieler haben sich sehr viel damit beschäftigt und ich würde mal vermuten, auch fast alle haben in ihrem Leben sehr unterschiedliche Varianten dagegen gespielt. Also Hauptzüge wären E6, Französisch, E5, Sizilianisch mit C5, C6 ist Karo Kann. Und ich selber habe eigentlich alle diese Öffnungen auch schon gespielt. Zuletzt würde ich dann so spielen. Aber Sie denken in dem Moment nicht groß nach. Das ist das, worauf ich hinaus will. Also, Sie sagen, der Anfang geht mehr oder weniger als Autopilot und irgendwann greift dieser Autopilot nicht mehr und dann fangen Sie an nachzudenken. Ist das der Moment, in dem ein Spiel eigentlich erst richtig beginnt für Sie dann? Teilweise. Also es gibt den Fall, dass ich habe mich konkret auf das vorbereitet, was der Gegner in der Partie spielt, was der Ausnahmefall ist. In diesem Fall weiß ich genau, diese Variante werde ich gegen seine Variante spielen. Der Normalfall ist, ich werde durch irgendwas überrascht, habe das aber innerhalb der letzten, sagen wir mal, einen Monat angeschaut und muss mir aber überlegen, welche Variante spiele ich. Also ich denke sozusagen nicht darüber nach, was die richtigen Züge sind oder was die besten Züge sind, weil das habe ich zu Hause angeschaut, sondern ich überlege mir, was könnte mein Gegner wissen und wie gucke ich, dass ich dagegen möglichst gut vorgehen kann.
Aber schachlich gesehen geht die Partie erst los, wenn ich aus meiner Vorbereitung heraus bin. Das stimmt, weil vorher weiß ich ja sozusagen schon, was die richtigen Züge sind und muss mir darüber keine Gedanken machen. Die müssen Sie alle im Kopf haben und das ist wahnsinnig viel. Und das ist ein irre trainingsintensiver Sport, den Sie da haben. Wie sieht denn so ein Trainingstag aus? Ja, also hauptsächlich ist tatsächlich dann natürlich Laptop gefragt, weil man die Schachengine schon braucht. Wie gesagt, bester Schachspieler der Welt hat etwa Elo 2850, Engines schaffen schon über 3600. Sie sind bei 2700? 50 etwa, ja. Da ist schon ein Unterschied durchaus und das merkt man auch ganz einfach. Also im Prinzip kann man sich überlegen, an welchen Öffnungen, an welchem Art von Schach oder welchem Themenbereich möchte ich an diesem Tag arbeiten. Wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen eine Öffnung, zum Beispiel hier, das wäre jetzt Italienisch, sage ich mir, okay, ich nehme jetzt, keine Ahnung, Italienisch ist eine große Variante, 2 Wochen Zeit für Italienisch mit Engine und durchforste jetzt zum einen mal die Partien, die gespielt werden auf Top-Niveau. Weil, wie viele Stunden sind das so am Tag, die sich dann mit dem... Ja, ich würde sagen, wenn ich zu Hause einfach im Normalfall trainiere, würde ich so sagen 6 bis 8, in einem Trainingslager gerne auch 8 bis 10 Stunden. Wenn Sie so wirklich, und der Computer in erster Linie. Ja, wenn Trainingslager ist, würde ich auch sagen mit meinem Trainer zusammen, weil ehrlich gesagt so Training 10 Stunden nur mit Computer kann auf die Dauer auch ein bisschen langweilig werden oder irgendwie trocken. Insofern ein bisschen so menschliche Interaktion oder ein bisschen Spaß dabei zu haben, ist auch nötig. Der beste Schachspieler der letzten Jahre ist der Norweger Magnus Carlsen. Der ist seit 2013 vielfacher Weltmeister und Weltranglistenerster und der ist eine extrem coole Socke. Bei der Schnellschach-WM 2022 in Kasachstan, da steht er auf dem Weg zur Halle im Stau. Die Turnierleitung sagt, wir fangen trotzdem an. Hier sind die Bilder. Der Gegner wartet erst, aber es läuft die Uhr und die schon unter einer Minute, als Carlsen dann eben doch noch in die Halle geflitzt kommt und dann setzt er sich hin und dann spielt er die Nummer ganz cool runter. Und am Ende hat er nicht nur diese Partie, sondern auch das Turnier gewonnen. Was kann dieser Mann, was andere nicht können? Ja, ich glaube, das ist einer der ganz großen Fragen des Schachsports. Also ich denke, er ist jetzt seit über 15 Jahren ununterbrochen Nummer 1 der Welt. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ich selber muss auch sagen, ich habe ja gegen ihn auch schon gespielt. Man spürt auch, also ich habe schon oft gespürt, dass aus meinem Verständnis heraus auch er irgendwie noch eine Klasse über dem Rest war und ist. Und da muss man einfach sagen, von meiner Seite aus würde ich sagen, er hat schon einfach noch ein Stellungsgefühl, also einfach ein Gefühl für Schach, was einfach besser ist als das vom Rest. Und ich habe natürlich mich auch mit seiner Vergangenheit ein bisschen beschäftigt und man hat von ihm ganz viel gehört, dass er unheimlich viel Wissen konsumiert hat, also in Form von Büchern, Zeitschriften, alles. Das heißt, wenn man Magnus Carlsen eine Stellung zeigt, gibt es sehr große Chancen, dass er extrem nicht nur die Struktur kennt, sondern genau sagen kann, dann und dann war die und die Top-Partie und so ging das weiter mit dem und dem Ausgang, deshalb ist die Struktur gut, die nicht. Das heißt, er kann sich ganz viel Denkarbeit sparen, indem er einfach schon Erfahrungswerte hat oder Wissen hat, wodurch er ganz gut weiß, wo er hin muss und wo nicht. Das heißt, er kann, würde ich mal sagen, seinen Gedankenaufwand viel besser konzentrieren auf die Sachen, die wirklich gut sind. Sie haben ihn schon geschlagen, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und Magnus Carlsen, der möchte Sie gerne auch grüßen heute. Hey Vincent, I just wanted to say congrats on being the highest rated junior in the world. I look forward to many more interesting games with you, as we started in Karlsruhe in 2019. Our next games in Freestyle Chess will be a lot of fun, so see you then. Und interessant ist, dass Magnus Carlsen genau wie Sie den Schachsport mit 5 Jahren entdeckt hat, zumindest ein Schachbrett. Und es ist ganz erstaunlich, wie schon kleine Kinder diesen Sport beherrschen. Das hier, das junge Mädchen, das wir gleich sehen werden, ist Bodhana Sivananda. Das ist eine kleine Engländerin, wahrscheinlich haben Sie von der gehört, 8 Jahre alt. Die hat kurz vor Weihnachten an der Blitz-EM für Erwachsene teilgenommen und war am Ende die bestplatzierte Spielerin. Mit 8. Wie geht das denn? Ja, also ich würde sagen, zum einen wirklich beeindruckende Leistung, dann natürlich, würde ich sagen, die Entwicklung der Technik. Also ich meine, früher musste viel mehr mit Büchern gemacht werden und so weiter. Heute gibt es viel einfacheren Zugang zu Wissen im Internet, was natürlich die Entwicklung in frühen Jahren beschleunigt. Und dann muss man natürlich auch sagen, es ist einfach die Großmeister, alles wird immer jünger, immer besser. Und deshalb auch da, die Kinder, sie arbeiten teilweise auch schon irrsinnig hart an Schach. Ich denke, das ist auch was vielleicht früher nicht ganz so sehr war. Und dann kann man einfach nur sagen,
talentiert. Sie beschert ihrem Sport auf jeden Fall große Aufmerksamkeit. In England ist von Premier Sunak eingeladen worden und der hat dann dem englischen Schachsport gleich mal 1 Million Pfund angekündigt, in diesen Sport zu investieren, damit England eben noch mehr Großmeister bekommt. In Deutschland hat der Schachsport 90.000 Mitglieder. Wie sieht denn der Support hier bei uns aus? Wird da genug investiert? Ja, also man muss sagen, im Vergleich zu Top-Nationen im Schach ist in Deutschland die Förderung für Schach nicht konkurrenzfähig. Also wenn man das vergleicht, aktuell würde ich mal sagen, Top-Nationen, was Talente angeht, ist eindeutig Indien. Dort ist von jeglicher Seite, also von privaten Sponsoren sowohl als auch vom Verband, eine ganz andere Förderung und ganz andere Summen vorhanden. Und das, würde ich sagen, ist sicherlich auch teilweise der Grund, weshalb wir in Deutschland zwar absolut ein sehr starkes Nationalteam haben und auch viele sehr gute Spieler, aber es vielleicht an Weltklasse-Spielern doch noch etwas mangelt. Wir können auf jeden Fall heute auch Menschen in dieser Sendung für ihren Sport begeistern. Was macht für Sie die Faszination Schach aus? Warum sollten Eltern ihre Kinder zum Schachsport schicken? Es ist anstrengend, aber es ist ein faszinierender Sport. Ja, also für mich auf jeden Fall faszinierend, anstrengend. Ja, ich denke, es ist vor allem dann weniger anstrengend, wenn man es genießt. Also ich selber habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch schon Kinder gesehen, die haben sehr gut gespielt, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es so viel Spaß gemacht hat und ich finde, dann muss man es auch nicht machen. Ich finde, das ist schon was, was sehr spezifisch ist und man wirklich nur dann machen sollte, wenn man auch selber das Bedürfnis hat, das zu machen, weil es halt schon was wirklich Spezielles ist und auch sehr viel Kraft und auch so innerliche Kraft erfordert. Aber natürlich kann man sehr viel lernen. Ich meine, dieses Konzentrieren über einen langen Zeitraum ist sicherlich hilfreich. Natürlich, wie man auch schon gesehen hat, die vielen Eröffnungszüge, Merkfähigkeit wird absolut trainiert. Und dann nicht zuletzt geht es ja auch darum, dass man sagt, so Disziplin, Arbeiten, was aber natürlich in jungen Jahren nicht wirklich so sein sollte. Also ich muss ehrlich sagen, auch ich in meinen jungen Jahren hatte nicht so, dass ich sage, okay, dienstags wird 2 Stunden das und das trainiert, sondern ich habe mehr oder weniger einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und auch so lange, wie es mir Spaß gemacht hat. Und ich denke, das ist auch der einzige Weg, um wirklich den Spaß am Schach zu behalten, denn ohne Spaß, würde ich sagen, kann sich das niemand antun, so viel zu arbeiten für etwas. Trotzdem ist es natürlich irre anstrengend. Der Fußballer geht in die Eistonne zum Regenerieren. Was machen Sie denn? Sie gehen aufs Rennrad. Ist das wichtig, dieser körperliche Ausgleich? Auf jeden Fall. Während Turnieren probiere ich so ja, wirklich körperliche große Anstrengungen zu vermeiden. Dann ist das mehr so spazieren gehen. Und ich denke, was für die Schachspieler doch auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist so, dass man ein bisschen Zeit für sich selber hat. Also einfach innerlich einstellen auf das, was jetzt kommt. Weil es gibt sehr viele unterschiedliche Situationen, in denen man wirklich gucken muss, dass man fokussiert bleibt und nicht seine Gedanken irgendwie abschweifen lässt oder sich von Nervosität, Stress, eventuell Ergebnisdruck zu sehr beeinflussen lässt. Vincent Keimer, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Und wir sehen uns gleich noch an der Torwand.